Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch meinen gesamten Sub durchgehen. Deswegen habe ich mir meinen Subwagen geschnappt und zeige euch heute alle Bücher, die sich in diesem Wagen befinden. Er hat 3 Etagen und jeweils alle sind einmal links und einmal rechts belegt. Ich glaube, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es etwa 60, 61 Bücher, aber ich hatte auch, glaube ich, 2 Neuzugänge und habe 1 davon gelesen. Also wir werden heute noch mal sehen, wie viele es sind. Ich werde euch auch nicht alle zeigen, weil ich ja schon in dem 23 Bücher für 2023 Video ganz viele Bücher von meinem Sub gezeigt habe. Das Video werde ich euch dafür aber noch mal verlinken. Ich möchte euch zuerst einmal meinen Sub vorstellen, bevor ich euch dann irgendwann eine komplette Bookshelf-Tour gebe. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir das heute mit dem Ziel, dass ich 2023 auf jeden Fall meinen Sub verringere, weil das einfach zu viel ist. Und Ende des Jahres oder vielleicht Anfang nächstes Jahr oder vielleicht doch nochmal nach einem halben Jahr, ich bin mir noch nicht sicher, nochmal ein Update mache. Und dann werden wir mal sehen, wie sich mein Sub verändert und ob ich ihn abbauen kann. Also rede ich jetzt nicht mehr viel drumherum und wir fangen mit den Büchern an. Als erstes haben wir die Reihe um Crave, die ich auch auf der Liste zu stehen habe für 2023. Da haben wir einmal Crave den ersten, Crush den zweiten und Covet den dritten. Auch noch hier oben steht Kingdom of the Wicked, Crescent City Teil 2, Nebelschimmer und Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. All diese Bücher habe ich euch schon vorgestellt in dem letzten Video, deswegen werde ich jetzt nicht nochmal auf die eingehen. Aber hier oben versteckt sich noch ein anderes Buch und zwar ist das Die Beschenkte von Christine Kishore. Keine Ahnung, ob man ihren Namen so ausspricht. Ich habe das Buch hier schon echt ewig auf meinem Sub schon. Wenn ich mich genau daran erinnere, ist das sogar schon vor meiner Bookstagram und vor allem vor meiner YouTube-Zeit gewesen. Ich habe das damals das erste Mal auf Tauschticket ertauscht. Tauschticket habe ich euch ja auch schon mal letztes Mal erklärt. Die Reihe wurde ja jetzt auch, glaube ich, neu aufgelegt. Das sind doch die alten Hardcover-Bände, aber ich habe, wie gesagt, nur Teil 1 und die kann man jetzt nicht mehr kaufen. Deswegen hatte ich irgendwie nie das Bedürfnis, das Buch anzufangen. Damit wäre es eigentlich auch ein Buch, was ich mal aussortieren sollte, aber die Geschichte interessiert mich ja trotzdem total und auch die Ausgabe von dem Buch finde ich total schön. Es geht hier um Ketzer und als sie dem geheimnisvollen Prinzen von Linid begegnet, weiß sie sofort, dass auch er beschenkt ist. Sie ist sich nur nicht sicher, mit welcher Gabe. Ketzer dagegen ist in allen 7 Königreichen bekannt und gefürchtet, sie hat die Gabe des Tötens. Nur Bo, der fremde Prinz, scheint keine Angst vor ihr zu haben und ringt beharrlich und mit viel Geduld um ihr Vertrauen. Im Kampf gegen einen König mit einer teuflischen Gabe werden sie auf ihrem gemeinsamen Weg durch Schnee und Eis über Meere und Gebirgs Ketten zu Verbündeten und zu einem leidenschaftlich unabhängigen, innigen, streitenden, liebenden Paar. Ja, also ich fand es vor allem interessant wegen dieser Gabe und weil sie eben die Beschenkte ist sozusagen. Ich hatte damals sehr, sehr viel über die Reihe gehört, aber jetzt mittlerweile habe ich die eigentlich kaum noch gesehen, nur noch als da die Neuauflage erschienen ist, aber da haben es auch, glaube ich, gar nicht mehr so viele irgendwie gezeigt. Trotzdem ist es eine Reihe, die ich irgendwann nochmal lesen möchte, wahrscheinlich aber nicht in 2023. Deswegen ist das so eine Subleiche und ja, mal schauen, wann ich irgendwann mal dazu kommen werde. Dann sind wir mit der oberen rechten Seite fertig. Auf der anderen Seite kommt zuerst Flaming Clouds und Endless Skies von Gabriela Santos de Lima. Auch das Buch habe ich auf meiner Liste und euch vorgestellt und das ist eben der zweite Teil dazu. Bin sehr gespannt auf die Reihe, habe auf jeden Fall sehr viel Gutes drüber gehört. Dann geht es hier weiter mit Dark Ivy von Nicola Hotel. Habe ich auch noch nicht ganz so lange drauf, aber es ist ein Buch, was ich auf jeden Fall bald lesen möchte, so spätestens im Februar, März. Ich habe es euch auch, glaube ich, schon öfter hier gezeigt. Es geht aber um eine Geschichte im Dark Academia-Bereich. Obwohl ich jetzt schon öfter gehört habe, dass das nicht ganz so das Setting trifft. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt drauf und liebe ja Nicola Hotels Bücher total. Deswegen hoffe ich, dass ich das auch sehr mögen werde. Dann als nächstes auch schon eher eine Subleiche habe ich hier von Stranger Things Suspicious Minds. Das ist die Vorgeschichte zu Stranger Things. Ich glaube, es geht hier um genau das Geheimnis um Elfie. Ich weiß gar nicht mehr, wann das bei mir eingezogen ist. Es ist auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile her, bestimmt schon 2 Jahre. Bin mal gespannt. Ich werde es irgendwann auf jeden Fall noch lesen und bin eigentlich super interessiert, was die hier in diesem Buch noch bringen und Neues sagen. Werde mal schauen, ob ich das irgendwann noch lesen werde oder ob es aussortiert wird. Dann als nächstes es kommt ja auch ein Buch, was ich ja schon einmal gezeigt habe, weil ich es für Bukopoli lesen wollte. Und zwar Power Hour. Das ist ja ein Non-Fiction-Buch und es geht hier irgendwie um diese eine Stunde im Leben, die man effektiv nutzen sollte, um eben deinen Alltag irgendwie zu verbessern, auch dein Selbstbewusstsein und ja generell deine Lebenseinstellung. Ich habe es auch noch nicht gelesen, aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann noch lesen.
und bin auf jeden Fall gespannt drauf. Dann versteckt sich auch ein Buch, was ich schon ewig auf meinem Sub habe. Und zwar die Dämonentochter von Jennifer L. Armentrout. Das ist eine Fantasy-Reihe, die ich bestimmt vor 3 Jahren mal anfangen wollte. Ich will sie auch immer noch anfangen. Ich habe sehr viel Gutes drüber gehört. Aber ich habe einfach noch nicht dazu gegriffen, weil ich eben auch nur den ersten Teil hier habe und irgendwie einfach noch nicht dazu gekommen bin. Ich hatte damals auf Instagram auf jeden Fall einiges drüber gehört und auch auf YouTube. Und deswegen ist es immer noch eine Reihe, die ich auf jeden Fall unbedingt mal lesen möchte. Aber wahrscheinlich auch nicht in 2023. Dann habe ich auf dem Sub einen Thriller von Simon Beckett, Kalte Asche. Das, glaube ich, habe ich noch gar nicht so lange. War, glaube ich, auch ein Buch, was ich auf Tauschticket getauscht habe, weil ich es einfach gefunden habe und dann dachte ich mir, kann man mal machen. Ich habe von Simon Beckett noch nie was gelesen, aber ich habe schon viel Gutes gehört. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das Buch. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, ob man davor irgendwie noch ein anderes Buch gelesen haben muss. Dann auf dem Sub befindet sich Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Ein Psychothriller, den ich mir auch schon mal in Bukopoli vorgenommen habe. Ja, wird wahrscheinlich ein Thriller werden, den ich sehr schnell weglese kann und das hoffe ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, wenn ich irgendwann mal dazu komme. Dann haben wir ganz hinten auch noch mal 2 Bücher, die von meiner Liste sind. Und zwar One of Us is Lying und Ein Fluch so ewig und kalt. Das war dann auch schon die obere Reihe. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit der zweiten. Als erstes haben wir Crushing Colors von Tammy Fischer. Auch das habe ich euch schon gezeigt. Dann kommt Bridgerton, der erste Teil von Julia Quinn, Der Duke und ich. Habe ich damals gekauft, als ich Bridgerton das erste Mal also die Serie gesehen habe und dann auch unbedingt die Reihe lesen wollte. Ich habe dann nur irgendwie mitbekommen, dass das nicht die Ausgabe ist, die so weitergeführt wird, also nicht in dem Design. Oder zumindest weiß ich nicht, ob dazu eben noch Bücher rauskommen, die auch dann das Cover von der Serie haben. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann noch lesen und dann einfach mit den anderen Büchern weitermachen, die eben die normalen Designs haben. Aber ich habe irgendwie dann doch nicht dazu so schnell gegriffen, wie ich eigentlich dachte. Ich glaube, wir kennen Bridgerton alle. Ich habe die Serie wirklich sehr geliebt und ich freue mich unendlich doll auf Staffel 3. Und deswegen bin ich auch gespannt drauf, ob das Buch so ist wie die Serie oder ob das ganz anders ist. Auf jeden Fall werde ich es irgendwann noch lesen. Dann haben wir einen Klassiker und zwar Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Habe ich noch nie gelesen, aber den Film geschaut und das muss ich ändern. Also ich muss auf jeden Fall das Buch irgendwann noch mal lesen. Weiß ich auch noch nicht genau, wann ich dazu kommen werde. Auf jeden Fall ein Buch, das ich definitiv lesen werde. Als nächstes haben wir Kein Sommer ohne dich von Emily Henry. Das ist ein Buch, was erst letztens eingezogen ist. Das habe ich, glaube ich, auch über Tauschticket gefunden, wenn ich mich nicht ganz irre, weil ich ja eigentlich keine Bücher mehr kaufen will. Aber bei dem konnte ich dann nicht Nein sagen, weil ich dieses Buch unbedingt im Sommer lesen möchte. Das ist ja die deutsche Übersetzung von People We Meet on Vacation und das war letztes Jahr sehr gehypt auf TikTok und deswegen bin ich gespannt drauf und freue mich auf jeden Fall sehr drauf, das im Sommer lesen zu können. Dann haben wir hier Für immer einen Teil von dir von Colleen Hoover. Habe ich auch noch nicht gelesen, bin ich noch nicht zugekommen, aber habe schon sehr viel Gutes drüber gehört und bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte. Auch eine eher Subleiche ist ein Buch von Taylor Jenkins Reid, Das Glück und wir dazwischen. Ich habe auch vor Jahren mal irgendein YouTube-Video darüber gesehen und fand die Storyline an sich super interessant und deswegen wollte ich das haben und habe es dann auch geholt, aber bin irgendwie dann nie dazu gekommen. Es geht hier um Hannah. Sie trifft in einer Bar ihre Jugendliebe wieder. Was, wenn sie die Nacht mit Ethan verbringen würde? Ist er derjenige, nach dem sie sich schon immer sehnt? Oder sollte Hannahs Leben eigentlich ganz anders aussehen? Mit Henry an ihrer Seite, der ihr nach einem schweren Unfall zeigt, was wirklich wichtig ist. Hannah befindet sich plötzlich gleichzeitig in 2 unterschiedlichen Leben, aber wo wartet ihr Happy End? Finde ich immer noch sehr interessant und ich freue mich auf jeden Fall drauf, das irgendwann mal zu lesen. Als nächstes kommt hier Bossman von V. Kieland, auch schon sehr lange auf meinem Sub. Ich habe ja schon ein paar Bücher von V. Kieland gelesen und das ist, glaube ich, eines der ersten. Bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall ist das eine Liebesgeschichte. Das möchte ich auf jeden Fall auch mal so zwischendurch lesen. Ich glaube aber nicht, dass es was krass Besonderes für mich werden wird. Als nächstes haben wir In einem anderen Land von Hemingway. Zu dem Buch habe ich sogar schon mal gegriffen. Ich habe sogar schon mal angefangen, aber dann irgendwie abgebrochen, weil es nicht ganz der richtige Zeitpunkt war. Ich habe es auch schon eine ganze Weile hier zu liegen. Ich werde es irgendwann lesen, aber ich glaube, dazu muss man einfach so in der Stimmung sein. Bin gespannt, ob ich das irgendwann in nächster Zeit mal lesen werde. Aber wenn die Zeit gekommen ist, dann
bin ich sehr gespannt auf das Buch. Als nächstes haben wir zwei Bücher aus der Wait for You-Reihe von Jay Lynn. Ich hatte ja die ersten beiden gelesen, also Wait for You und Be With Me heißt es, glaube ich. Und die anderen hatte ich auch schon hier, also nicht alle, aber ich habe einmal noch hier Stay With Me und Forever With You. Beides Bücher, die auch schon eine Weile hier stehen. Ich glaube, dazwischen kommt aber noch einer. Und generell auch noch diese Bücher, die aus der Sicht des anderen Charakters waren. Habe ich aber jetzt nicht gekauft. Ich hatte nur die gebraucht gefunden irgendwo mal. Mal schauen, wann ich dazu kommen werde. Die sind auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Dann haben wir hier einen Mann namens Ove von Frederik Backmann. Habe ich euch auch schon mal vorgestellt, glaube ich, in einem meiner letzten Book Hauls. Ich habe den Film sehr gemocht und wollte deswegen das Buch auch unbedingt haben. Und irgendwann werde ich das auf jeden Fall mal lesen. Als nächstes eine Reihe und eine Autorin, über die ich schon sehr viel Gutes gehört habe. Aber ich habe selbst von ihr noch nichts gelesen und die Reihe eben auch noch nicht angefangen. Und zwar ist das Where the Roots Grow Stronger von Katinka Engel. Ich möchte unbedingt mal einige Bücher von Katinka Engel lesen. Deswegen wollte ich erstmal anfangen mit der Reihe von ihr und dann bei der anderen weitermachen, weil ich auch schon sehr viel über das Buch gehört habe, sehr viel Gutes und auch über die anderen zwei Bände, glaube ich, kommen dann noch. Genau, deswegen habe ich das hier und bin sehr gespannt drauf. Ist, glaube ich, einfach ein New Adult Roman über ein Mädchen, was nach einigen Jahren irgendwie wieder zurück in ihre Heimat kehrt und da erstmal ihre erste große Liebe wieder trifft und auch merkt, dass ihre Flucht Spuren hinterlassen hat. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich bin mega gespannt drauf. Als nächstes auch ein Tauschticket-Buch, was ich schon Ewigkeiten hier zu liegen habe. Schneeschwestern von Matthias Wittekind. Fand ich, hat sich ganz gut angehört, aber bin noch nie dazu gekommen. Ist ein Kriminalroman. Ist wahrscheinlich nicht der erste Band in irgendeiner Reihe, aber ich fand, das klang ganz gut und deswegen werde ich es auf jeden Fall irgendwann mal lesen. Aber bestimmt jetzt nicht in der Reihenfolge. Wird aber hoffentlich auch nicht so ein Problem sein. Dann fangen wir auf der anderen Seite an. Und zwar haben wir hier den ersten Teil von Twilight. Habe ich auch irgendwann einfach mal zugegriffen, weil das auch ein günstiges Mängelexemplar war. Twilight habe ich nie gelesen, aber damals die Filme geschaut, deswegen eigentlich muss ich das nachholen. Ich bin mal gespannt, das ist aber auf jeden Fall keine Priorität von mir. Dann haben wir Schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney, habe ich mir auch schon mal für Bookopoly vorgenommen, aber noch nicht gelesen. Ich bin gespannt auf Sally Rooneys Bücher, ich hatte das auch irgendwie die ersten 20 Seiten schon mal angefangen. War ein bisschen komischer Schreibstil, aber da glaube ich, muss ich mich ein bisschen noch mehr reinfinden. Als nächstes haben wir dann The Beautiful von René Aurier. Kurz gesagt geht es hier um eine verführerische Stadt, eine uralte Fehde zwischen verfeindeten Clans und eine junge Frau, die ein dunkles Geheimnis hütet. Das ist auch eine deutsche Übersetzung und das englischsprachige Buch habe ich schon sehr häufig gesehen. Bin auf jeden Fall gespannt drauf. Das hat auch so einen wunderschönen Buchschnitt. Ja, mal schauen, wann ich das irgendwann anfangen werde. Dann haben wir hier den zweiten Teil von Cinder und Ella. Ich habe ja den ersten Teil erst im Dezember gelesen. Bin gespannt, um was es gehen wird, weil ich mir gerade noch nicht so vorstellen kann, wie der zweite Teil weitergeht. Deswegen ja mal schauen, wann ich den lesen werde. Auf jeden Fall irgendwann bald. Nicht, dass ich die gesamte Geschichte dann schon vergessen habe. Jetzt wird es ein bisschen schwer, an die Bücher zu kommen. Dann haben wir hier Laila von Colleen Hoover. Habe ich auch schon einiges drüber gehört. Teilweise schlechte Rezensionen gelesen, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass mich das ein bisschen mehr überzeugen kann als zum Beispiel Verity. Als nächstes haben wir dann hier Mädelsabend. Weiß ich auch noch nicht, wann ich dazu kommen werde. Es klingt auf jeden Fall interessant, weil es, glaube ich, auch um den Zweiten Weltkrieg geht und über die 50er und die wilden 70er Jahre bis in die Gegenwart. Das ist eigentlich so ein Buch, das ich mal lesen werde, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Das Buch habe ich euch auch schon gezeigt in der Liste im letzten Video, und zwar Dark Knight Glow von DC Odessa. Dann haben wir hier noch Dark Sigils von Anna Benning. Habe ich ja auch erst zu Weihnachten bekommen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es jetzt häufiger auf Instagram gesehen und ich bin sehr gespannt auf die Reihe. Dann ein Buch, was ich irgendwann mal mit meiner Mama zusammen in so einem Bücherschrank, in so einem Leihding, die so auf der Straße stehen, gefunden habe. Also da, wo man auch so Bücher reinpacken kann und dann welche nehmen kann. Und zwar ist das Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Zafón. Hoffentlich spricht man seinen Namen so aus. Ich fand, es klang ganz gut und deswegen wollte ich das eigentlich noch behalten und mal lesen, bevor es dann auch irgendwann wieder reingeht in den Bücherschrank, wenn es mir nicht so gefallen wird. Es geht hier um einen jungen Autor, der sein Leben als Autor von Schauerromanen fristet, als er einen mit dem Zeichen eines Engels versiegelten Brief erhält. Der mysteriöse Verleger Andreas Corelli macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Bald kämpft David um sein Leben und um seine große Liebe. Ich finde, es klingt eigentlich ganz gut, deswegen werde ich mal schauen, ob ich das irgendwann noch lesen werde oder ob es dann doch aussortiert wird. Dann kommt hier 1984 von
George Orwell, habe ich euch auch schon gezeigt. Und das letzte Buch auf der zweiten Reihe ist Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Ich habe noch kein Buch von Ferdinand von Schirach gelesen. Und in irgendeinem Video, wo ich das mal vorgestellt hatte, wurde mir gesagt, dass man lieber mit anderen Büchern anfangen sollte von ihm, anstatt mit Kaffee und Zigaretten. Deswegen wird das wahrscheinlich auch noch eine Weile auf meinem Sub liegen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, mit welchem Buch man am besten von ihm anfängt. So, das waren auf jeden Fall alle Bücher von der zweiten Reihe. Die werde ich jetzt mal schnell wieder einsortieren. So, in der vierten Reihe wird es jetzt schon etwas komplizierter. Aber wir fangen an mit Sounds of Silence von Maren Vivien Hase. Ich hatte ja die andere Reihe von ihr abgebrochen, weil die irgendwie gar nicht so mein Ding war. Aber die hört sich jetzt auch eigentlich nochmal ganz gut an. Deswegen werde ich es nochmal mit der Reihe probieren. Und wenn dann die Bücher nichts für mich sind, dann werde ich es wahrscheinlich mit der Autorin leider lassen müssen. Es trifft irgendwie einfach nicht so meinen Geschmack, aber ich bin trotzdem mega gespannt drauf, ob ihre neue Reihe mir vielleicht ein bisschen besser gefallen wird. Auch eine Reihe, die ich euch schon mal gezeigt habe, und zwar die Midnight Chronicles Reihe. Da habe ich jetzt halt Band 1 und dann Band 2, Band 3 und Band 4. Dann habe ich hier auch noch True North von Serena Bowen. Bevor ich das aber lesen werde, möchte ich noch die andere Reihe von Serena Bowen beenden. Die steht hier oben. Also die Ivy Years Reihe möchte ich vorher noch lesen. Und dann ist die dran. Da habe ich auch irgendwann mal den ersten gebraucht irgendwo gefunden und gleich mal mitgenommen. Dann ein Buch, was ich schon so oft gezeigt habe, dass es mittlerweile schon unangenehm ist. Und zwar What If We Trust von Sarah Sprinz. Ich habe es nämlich schon sehr oft in Bookopoly mir vorgenommen. Das ist eigentlich der Teil, auf den ich mich am meisten freue, aber auch das Buch, zu dem ich irgendwie dann nie greife oder ich komme einfach nicht dazu und dann fängt ein neuer Monat an und das passt wieder nicht. Ich möchte das auf jeden Fall im Februar und März, wenn ich Semesterferien habe, bevor ich meine Masterarbeit anfange, lesen und drückt mir bitte einfach die Daumen. Dann ein Buch, auf das ich mich schon freue, seitdem es erschienen ist, und zwar Westwell von Lena Kiefer. Ich habe, glaube ich, fast alle Bücher von Lena Kiefer bis jetzt gelesen. Also es war ja einmal Ophelia Scaly die Reihe, dann die Don't Love Me Reihe. Sie hat jetzt, glaube ich, noch eine neue Reihe, aber die habe ich noch nicht gelesen. Und Westwell kam jetzt raus, aber da habe ich halt auch drauf gewartet, dass die Bücher eben erscheinen, weil Lena Kiefer oft Cliffhanger einbaut am Ende des Teils und das hat mich bis jetzt immer irgendwie sehr aufgeregt. Und bei Ophelia Scaly habe ich damals auch gewartet und dann alle durchgesuchtet, weil die Reihe wirklich sehr gut war. Also wenn ihr auch mal eine Dystopie-Empfehlung braucht, dann lest gern Ophelia Scaly von Lena Kiefer. Die Reihe fand ich wirklich absolut toll, vor allem Band 2. Und auf Westwell freue ich mich jetzt eben sehr. Hat so ein bisschen Setting von New York City und ist eben eine New Adult Geschichte. Ich bin sehr gespannt drauf und freue mich mega. In der untersten Reihe klemmen dann die Bücher immer. Auf jeden Fall habe ich die jetzt rausbekommen und da haben wir einmal Twisted Dreams und A Touch of Darkness, beides Bücher, die ich euch schon mal gezeigt habe und deswegen nicht näher hier jetzt nochmal zeigen werde. Aber beides Bücher, auf die ich mich unglaublich doll freue. Jetzt werde ich einmal den Wagen irgendwie drehen. Dann fangen wir hier unten an mit Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Habe ich zu Weihnachten bekommen. Ein Buch, auf das ich mich schon eine Weile sehr freue, weil jetzt dazu ja auch die Serie rauskommen soll. Gleichzeitig auch ein sehr gehyptes Buch, deswegen mal schauen, wie es mir gefallen wird. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und werde das hoffentlich sehr bald lesen. Als nächstes versteckt sich dann ja auch noch der zweite Teil von Dunbridge Academy von Sarah Sprinz. Habe ich auch schon eine Weile hier, aber bin einfach noch nicht dazu gekommen. Mir hat ja der erste Teil nicht ganz so gut gefallen, aber ich wollte die Reihe trotzdem weiterlesen, weil mir das Setting eigentlich ganz gut gefallen hat. Der Schreibstil von Sarah Sprinz, den finde ich auch toll, deswegen werde ich es nochmal versuchen. Auf jeden Fall geht es hier auch wieder um diese Dunbridge Academy eben, wie gesagt, und um Charaktere, die wir auch schon kennen. Ich glaube, das ist eine Friends-to-Lovers-Romanze. Bin sehr gespannt, ob mir die Reihe mit dem zweiten Band besser gefällt als mit dem ersten. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Reihe schon gelesen habt und ob dann die Folgebände besser werden. Dann habe ich als nächstes den Schuba von Raven Boys. Den werde ich jetzt da nicht hervorholen, weil der sehr schwierig ist. Und ich habe euch das Buch ja auch schon in den 23 Büchern für 2023 vorgestellt. Auch ein Hardcover, das ich jetzt einfach nicht von da unten rauskriege, ist Die Frau des Zeitreisenden. Habe ich auch schon sehr, sehr lange auf meinem Sub. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gekauft habe. Ich glaube, das war auch über Tauschticket damals in der Phase, wo ich das so zum ersten Mal entdeckt habe, vor 3 Jahren oder so. Oder sogar vor 4 Jahren. Ich habe das
Buch nie gelesen, den Film aber geschaut und ich habe sehr viel Gutes aber über das Buch gehört von einer Freundin damals. Und deswegen wollte ich das Buch auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen, bin aber einfach noch nicht dazu gekommen. Und jetzt sitzt es seitdem auf meinem Sub. Jetzt verstecken sich nur noch zwei Bücher auf meinem Sub, die ich euch auch schon gezeigt habe. Und zwar ist das Berühre mich nicht und Verliere mich nicht von Laura Kneidel, auch zwei Bücher von meiner Liste der 23 Bücher für 2023. Und damit hätten wir den kompletten Subwagen abgearbeitet. Nein, stopp. Ein Buch habe ich noch und zwar habe ich letztens eins gewonnen. Und zwar ist das der dritte Teil von dieser Reihe von Ayla Dade, glaube ich, heißt sie. Genau, und zwar Like Ice We Break. Aber das habe ich gerade nicht hier. Das ist auf jeden Fall auch ein New Adult Roman. Und da geht es um eine Eisläuferin, glaube ich. Und ich habe da eine super süße Karte dazu bekommen. Und deswegen möchte ich die Reihe unbedingt irgendwann mal anfangen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich zuerst mit dem dritten Teil anfangen werde oder ob ich mir dann doch noch Band 1 und 2 vorher hole. Ich glaube, das sind bestimmt so abgeschlossene Geschichten, aber man sollte sie vielleicht doch in der Reihenfolge lesen. Schreibt mir gerne mal dazu in die Kommentare, falls ihr dazu mehr wisst und die Bücher schon gelesen habt, ob ihr da empfehlen würdet, ob dass ich mit dem ersten und dem zweiten Teil anfange. Aber auf jeden Fall auch eine hoffentlich super süße Geschichte, auf die ich mich schon mega freue. Aber jetzt haben wir den Subwagen abgearbeitet. Wie ihr seht, habe ich so viele Bücher auf meinem Sub, dass ich damit eigentlich locker durch 2023 kommen sollte, wenn ich die alle lesen würde. Aber natürlich gibt es 2023 auch einige Neuerscheinungen, die ich dann unbedingt haben muss. Ich hoffe trotzdem, dass mein Sub irgendwann abnimmt und vor allem, dass ich 2023 mehr Fokus drauf lege, diese ganzen Bücher abzuarbeiten und die halt zu lesen, weil ich mich auch wirklich sehr auf alle freue. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon schon Bücher gelesen habt und wie viele Bücher ihr auf dem Sub habt. Das würde mich mal total interessieren. Ansonsten beende ich das Video jetzt hier. Ich habe jetzt wirklich lange über die ganzen Bücher von meinem Subwagen geredet. Ich bedanke mich immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.